Herzlich willkommen zu Feier exklusiv der neuen Pyro Show auf YouTube. Nachdem sich ja leider As Pyros verabschiedet hat, habe ich mir überlegt, komm, wir machen mal wieder was, wo wir auf die Zuschauer eingehen können und was mal wieder ein bisschen in die Richtung Unterhaltung geht. Und die Pyro News habe ich jetzt somit offiziell auch abgetreten an Pyro News. Ja, wow. Du musst nicht Pyro Weekly News oder so machen, sondern kannst jetzt die Pyro News machen. Ich mache jetzt Exclusive Fire und wir legen auch direkt los. Ja, kommen wir auch direkt zum ersten Thema. Ja, wir sind in der Nostalgiestunde angekommen und wir Pyros, wir lieben es ja einfach, in Erinnerung zu schwelgen an unsere Kindheit, ja, an ältere Böller, Raritäten sind ja auch was ganz Besonderes und ja, darüber wird es hier gehen. Also vielleicht werden wir mal über die neuen Explode-Raritäten-Böller reden oder ich werde mal ein paar Raritäten vorstellen, aber heute habe ich was ganz Besonderes. Ich habe nämlich auf dem Kanal vom lieben Hausspion ein Video gefunden. Ja, und dieses Video ist der Knaller schlechthin, auf jeden Fall könnte man so sagen. Denn es ist mal eine richtig schöne Erklärung, warum ausländische Böller, zumindest die aus Polen oder Tschechien oder woher die auch kommen mit Blitzknallsatz, stärker sind bzw. lauter sind als unsere. Und das mal ganz ohne Vorurteile und mit einer sehr schönen sachlichen Erklärung. Ja, wo der Moderator auch seinen Spaß hat. Ich blende euch hier mal die Szene ein und kommentiere sie ein bisschen und dann gucken wir da einfach mal rein. So, dann geben wir uns mal das Video. Nun, dieser Kracher hier, der so eigentlich harmlos aussieht, sieht jetzt der ist sogar ganz so harmlos verboten. Aus, aber okay. Und das mit gutem Grund, denn mit ihm lassen sich Lautstärken von weit über 130 dB erreichen. 130 dB, ich weiß nicht. Ist allerdings kein Schwarzpulver, sondern ein Gemisch aus Aluminium und aus Perchlorat. Sie sehen das hier, das Aluminium, das ist das, was hier so glänzt. Schon 0,4 Gramm von diesem Gemisch, das heißt eigentlich nur eine ganz kleine Messerspitze davon, erzeugt mehr Kraft als 10 Gramm Schwarzpulver. Und ich möchte Ihnen das einmal jetzt hier demonstrieren, wie das wirkt. Also zunächst einmal hier das ist jetzt auch nicht Schwarzpulver. So, 4 Gramm ist echt ein bisschen, will ich das mal anzünden? Ich kenne mich damit zu wenig aus mit der Zusammenmischung, um ehrlich zu sein. Das ist ein Feuer. So, und jetzt achten Sie mal. Sie sehen, das verpufft einfach, ne? Wenn es angezündet wird. Kennt man ja. Als Krach kann man das durchaus ja nicht bezeichnen. Im Gegensatz zu der Mischung aus Aluminium und Perchlorat. Ich will das einmal hier da drauf geben. Sie sehen also, das ist ganz wenig, bestenfalls eine Messerspitze. So, ich will das wieder anzünden. Und jetzt halten Sie sich bitte die Ohren zu. Haha! Wie er sich freut, sehen, richtig liebe Zuschauer, geil. Der Unterschied richtig liegt darin, geil. Dass die Verbrennungsgeschwindigkeit in dem Gemisch aus Aluminium und Perchlorat wesentlich schneller ist als der Schall. Entsprechend stark sind dann auch die Druckwellen und damit der Lärm. Also mir hat der Beitrag super gefallen. Mir kommen da immer Erinnerungen hoch, ja, an die älteren Berichte und ja, nicht an diese schon propagandaartmäßige Berichterstattung der letzten Jahre, wo es nur darum geht, ah, wir haben auf einmal 500 Gramm Batterien, wo 500 Raketen rausgeschossen werden, so gefühlt, sondern wo es einfach mal nur um die Sache an sich geht. Wie gesagt, Video war von Hausspion. Ich hoffe, ihr müsst mir jetzt nicht böse, dass ich das benutzt habe. Ja. So, wir gehen weiter zum Veranstaltungskalender. Der Veranstaltungskalender 2016. Ja, der Veranstaltungskalender zeigt uns mal wieder die Sachen auf, die in den nächsten Tagen passieren. Und da haben wir natürlich die Rheinkirmes und die Kölner Lichter. Aber in dieser ersten Folge hier gehen wir auf die Rheinkirmes ein. Denn dieses Jahr ist was richtig Schönes geplant. Es gibt zwei Großfeuerwerke, Superfeuerwerke, auch auf der Website angekündigt. Und zwar am 15.07.2016 und am 22.07.2016, genau, beide um 22.30 Uhr, geschossen von Nico Feuerwerk Wuppertal. Die heißt ja jetzt ein bisschen anders, die Gruppe. Ich muss mal eben nachschauen. Ja, genau, Nico Feuerwerk GmbH wird das geschossen. Und die Besonderheit ist diesmal, am 15. ist das Feuerwerk von den Ausstellern für die Schützen, weil es müsste das Jubiläum der Kirmes sein. Und das ist ein ganz normales Feuerwerk, 12 bis 15 Minuten, wahrscheinlich wieder, ja,
recht nette Effekte, nicht viel Besonderes, aber ich denke, das kann man sich trotzdem mal anschauen. Ja, auch wieder wahrscheinlich vom Ufer geschossen, wenn der Rhein da niedrig genug ist. Und das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Und das Besondere am 22., das ist wieder das große Feuerwerk, was von den Schützen selber ist. Das dauert 25 Minuten und da ist mal wieder ein großes Brokat-Gold-Finale geplant. Ja, mit Saluts am Ende. Die haben gesagt, die machen ordentlich Radau. Letztes Jahr schöne Multi-Saluts geschossen. Da werden wir einfach mal sehen, was Nico da an den Himmel zaubert. Ne? Ja, und die Besonderheit auch bei dem Feuerwerk ist, es wird auch von einem Schiff geschossen, das größere. Und da sind natürlich dann mehr Kaliber möglich, einfach als vom Ufer, wegen den Sicherheitsabständen. Ich weiß nicht, ob sie dann bis auf 300 mm gehen. Ist halt recht teuer, 300 mm. Dafür kann man ja knapp, ich weiß nicht, ich glaube 10, 150 mm schießen oder so. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber 22.07. Großfeuerwerk wieder auch. Da bin ich auch am Start und ja. Ein Highlight noch am 15. Juli ist dann die Zündung eines ganz besonderen Feuertopfes. Da werde ich mal gucken, ob man da was sehen kann und was uns da erwartet. Ja, und das waren auch schon alle Infos zur Rheinkirmes. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch da seid. Vielleicht kann man sich da treffen. Ich werde das erste Feuerwerk von der Rheinbrücke aus gucken. Und das zweite Feuerwerk muss ich mir überlegen. Werde ich aber auch noch dann sagen, wo ich es gucke. Dann kann man da eine Runde quatschen oder so. Einfach mal schauen. Wenn ihr Bock habt, schreibt einfach mal bei Facebook oder Instagram, wo auch immer. Ich bin da ziemlich gut erreichbar. Und wir kommen zur letzten Rubrik. Mein Senf dazu. Mein Senf dazu ist eine Rubrik, wo ich meine Meinung sage, wo ich euch über Erlebnisse von mir erzähle, die mit Silvester zu tun haben oder wo ich über Silvester rede. Heute kommen wir zu etwas, nachdem ich schon öfters mal gefragt wurde und wo auch das Interesse eigentlich immer recht groß ist. Und da mich so eine Vorfreudewelle wieder mal gepackt hat jetzt im Sommer, kommen wir heute mal zu meinem Silvester-Tagesablauf. Ich habe nämlich einiges gefilmt und nicht alles hochgeladen, weil ich noch so ein Video hier machen wollte, wo ich euch einfach erzähle, was habe ich gemacht, wie lief es ab. Und da gehen wir chronologisch den Tag durch und wir fangen auch direkt mal an. Ja, klassisch fing es eigentlich an, dass ich ja ausgeschlafen habe, sage ich jetzt mal, bis 10 Tage davor war mit der Einkaufstour, wenig Schlaf und so, anstrengend genug. Und danach ging es erstmal ans Frühstück. So, es wird gefrühstückt. Wir haben schon 12.30 Uhr. Ja, mein Erstschlag ist gerade hochgeladen. Ja, habe ein bisschen ausgepennt, damit ich heute Abend lang wach bin. Und dann böller ich lieber abends ein bisschen mehr als morgens, sage ich mal. Alles klar. Wir sehen uns gleich. Ich gehe auf die erste Böllertour, Taschen packen nicht gleich und ab geht's. Simjaguar-Set von Komet. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht zum Bäcker und auf dem Weg zum Bäcker habe ich mir wieder ein bisschen Feuerwerk mitgenommen. Jo, wir wollen ja nicht übertreiben mit dem Nerven der Nachbarn, deswegen sind wir jetzt auch unterwegs. Auf dem Weg, um uns eben ein bisschen was für die Party heute Abend zu holen. Und natürlich habe ich die Tasche, zwar eine kleine, aber ich habe eine Tasche dabei. Und jetzt sind wir jetzt schön, wir kommen mit einem kleinen Feld vorbei, Feldweg, und da ballern wir, alles klar. So, also bei uns sieht das vom Wetter her ziemlich genial aus. Sonnenschein, bisschen Wind. Leslie D. Mein Wind, die Zinschen und so. Wie gesagt, knallt nicht so geil, aber der Schall ist schön. Läuft. Panda D. Von vor 3 Jahren. Sehr trockener Knall. Da wird er mehr gemeckert. Das ist mein Tag im Büro. Also ich versuche immer nicht vor Leuten zu ballern, weil es immer scheiße, wenn du irgendwie vor Leuten ballerst. Tagsüber. Halt einfach nur deren Rücksicht gegenüber. Ne? Wenn die meckern von Entfernung, ist mir das egal. Ich achte darauf, dass kein Spaziergänger gerade kommt, dass kein Fahrer vorkommt. Und bei Hunden warte ich dann auch mal 3 Minuten, bis sie weg sind. Einfach, das hat für mich persönlich was mit Respekt zu tun. Alles klar. Ach, Böllertouren tagsüber. Es riecht nach Silvester in der Luft. Oh, der Wahnsinn. Ich habe jetzt nur so normale Sachen mitgenommen und ich habe gemerkt, also Santa Cruz Max, die sind echt leise. Also wenn man so ein Flashbang schießt oder ja, dann hat man echt irgendwie dann schon
darf man nicht mit dem Flashbang anfangen. Muss man erstmal die ganzen anderen wegkommen. Wenn man mit den Flashbangs anfängt, sind die anderen gar keine Konkurrenz mehr. Das ist wie so ein D-Böller. Wenn ihr es gehört habt, ich habe ein bisschen geböllert und ja, wie gesagt, ne, Respekt vor anderen Leuten war mir wichtig. Ich habe immer geguckt, dass ich vor Hunden nicht böller und ja, hat auch keiner gemerkt, bis auf eine Tante irgendwie, keine Ahnung, was die wollte. Aber die ist auch nicht zu mir gekommen oder so und war auch dann relativ schnell still, weil die war weggegangen. So, was geht ab? Ich habe 2 Brote geholt. Oh, geil, die sind frisch gebacken. Und ja, jetzt gehen wir nach Hause, packen das Auto gleich voll, machen die letzten Vorbereitungen und dann geht es endlich zu einem Pyro-Kollegen. Ich habe jetzt gerade auf der Böllertür extrem wenig geböllert, einfach weil immer Hunde da waren, immer Menschen. Aber ich werde da jetzt einfach. Aber ich werde jetzt einfach noch was zünden und dann klappt das schon. Ich bin ein bisschen doof mit dem Broten in der Hand, aber ja. Ja, am Abend war eine Party bei einem Kollegen geplant, meinem Pyro-Kollegen, wo wir auch schon uns lange drauf gefreut haben, zusammen mit ein paar Freunden. Wir waren dann irgendwie zu 7 oder 8, haben wir im Gartenhaus gefeiert. Ja, bei meinem Kollegen dann angekommen, haben wir erstmal alles ausgepackt und haben seine Online-Bestellung nochmal begutachtet, denn wir kamen noch nicht dazu, die wirklich auszupacken. Er musste arbeiten, ich war noch nicht vorher bei ihm und so. Ja, und die haben wir einfach mal begutachtet. So Leute, wir sind bei meinem Pyro-Kollegen angekommen. Ich habe jetzt gar nicht gerade gefilmt, weil ich einfach die ganze Zeit irgendwie unterwegs war, am Packen war. So, wir hatten jetzt hier noch China-Böller D von Nesti, ne? Ja, die neuen. Und wir haben die ganze VE plus 3 Stück Poison. Warum habt ihr euch die geholt? Willst du mir das mal auspacken? Hype is favorite, ne? Oh, hallo Heiko. Detail und Coconut Bouquets mit Blinkstern. Schauen wir uns mal an. Das gleiche zweimal, ne? Also eine ganze so VE davon. Oh, müssen wir jetzt hier mal ein bisschen auspacken. Machen wir mal. Was haben wir da? Oh, oh. 3-mal die Brutus. War ja letztes Jahr eine der besten Salut-Batterien. Ich habe die Flashbang-Batterie und die können wir mal dann vergleichen. Oh, noch die alte. Die alte PSP 115 Red Glitter, Mine to Tail, Blau, White Glitter, Black Box, Lila Lena, sehr, sehr geile Batterie. PSP 124, PSP 14. Das ist dann so unser Profisortiment für 12 Uhr, wo die Leute dann erstmal was zu gucken haben. Ey. Da können die nicht mithalten, das tut mir leid. Und was haben wir da? Gau. Welche ist das von Gau? Die Amazing Night? Nee, die sieht anders aus. Boah, die Amsterdam, was ist das denn für ein Viech? Ach du heilige Scheiße, meine. Huhu. So, ich muss echt. Die andere ist die Alexander. Die Alexander von Gau. Alles klar, komm weg. Plus, und wir gehen jetzt hier rüber, weil sonst wird das zu viel. Hier haben wir alles mögliche an Leuchtfeuerwerk. Römische Lichter. Diamond Hot and Cool. Cool and Hot. Sorry, bitte. Ja. Unten ist Vampire und unten ist nichts. Wissen wir mal. Wir holen die alle raus. Diamond 3 von Gau, ne? Ja. Diamond 3 von Gau. Buntes 3. Boah, ich hätte nicht gedacht, wie so fett ist. Richtiges Teil. Erstschlag. Zweimal haben wir den. Gucken wir, dass wir jetzt die Schule auspacken. Jetzt die zweite. Gucken, dass wir das auch alles wieder reinbekommen. Pack das mal hin. Tinnitus, Holzgeheul und Golden Lenses. Seht ihr später noch. Wir wollen jetzt noch nicht zu viel auspacken. Wie ziehen wir dir das wieder gut? So, nächster Karton. Da ist noch von mir. Da sind so rote Corsaren und so drin. Hier sind noch 3-mal Wolfsgeheul. 3-mal Wolfsgeheul. Röder Spezialedition Blinkermeer. Die Solaris Big Bang oder so. Red Meteor von Jorge und Cake A9 von Heron. Und wir haben hier die Farbrausch von Röder Feuerwerk zweimal. Schönes Teil auf jeden Fall. Schöne Bestellung bis jetzt. Hier unten zeigen wir euch noch ein bisschen Powerbox für im Garten. Ach, die Toronto wie immer. Beastmaster und Nighthauler. Und jetzt kommt die letzte Kiste erstmal. Die habe ich dir mitgebracht, meine Flashbangs. Robo und Links und Generation Tracker. Celebration Cracker XSL. Was haben wir hier denn noch? Leslie Gold, meine ganze VE. Und meine Moskitos, ne? Ja. Und meine Vesuvs und. Hast du die auch mitbestellt? Ja, die war da, wollte sie auch. Ach, Red Meteor wollte ich auch haben. Ja, gut. Ha, Leute, da kommt man hier rein und hat nochmal viel mehr. Ihr seht, das ist unsere Übersicht. Wir haben in der Garage noch was stehen. Das wird, glaube ich, das fetteste Silvester. Oder? Ja. Ich glaube, fetter war es noch nie. Nachdem wir dann auch alles angeboxt haben, haben wir dann den Anhänger geladen, den wir dann oben an die Straße gebracht haben, damit wir auch eine Absicherung hatten, dass wir nicht die Kisten hochschleppen mussten und dass es auch sicher war, dass niemand anderes ran konnte. Den haben wir dann beladen und
Dann war auch fast schon Zeit, dass die Gäste kommen konnten. Bitte. Fallschirmrakete, Parachute Rocket. Ach da. Ach, guck mal. Oh, oh, kriegen wir den? Kriegen wir den? Ah, seht ihr den? Den kleinen Fallschirm. Ah, es ist da hinten weg. So, wir haben auch ein bisschen dekoriert. Nachdem das Ganze war, kamen dann die ersten Böllerrunden. Wir sind rausgegangen bei hier gemütlich Zündelei. Seht ihr, was wir da gemacht haben. Das war teilweise alleine. Und ja, dann kamen auch um 19 Uhr irgendwann die Gäste. Und als die Gäste kamen, haben wir uns erstmal hingesetzt, was gegessen, was getrunken, ein Bierchen oder so. Und dann ging es richtig los. Also ab 9 Uhr war wirklich Dauergeballer, Dauergeballer, Dauergeballer. Was auch ganz interessant war, wir haben einmal was gehört, das hörte sich dann wie Milchkannenschießen an, beziehungsweise etwas mit Acetylensauerstoff. Genau. Ja, und das gehörte halt dazu, dass es da überall super dumpf geknallt hat. Und irgendwo war jemand, der aus seinem Garten recht große Keks geschossen hat. Ich weiß nicht, ob es sehr gute Klasse 2 war oder ob es Klasse 3 war. Teilweise sah es aus wie 75mm Bomben. Das war ein bisschen heftig, aber man weiß ja nie, an Silvester wirkt sowas ja auch immer größer, manchmal aber auch kleiner, kommt halt immer auf die Uhrzeit an und wie weit man entfernt ist, ne? Ist ja logisch. Und ja, dann fing auf einmal der örtliche Pyrotechniker an, ja, dickere Kaliber zu schießen. Wir standen im Garten und auf einmal ging das draußen los. Boom! So ein Feuerball, Junge! Geil mit Julian. Da, da! Wo, wo? Vorbei. Der weitere Abendverlauf bestand dann nur noch auf ein bisschen Party machen, hier und da eine Runde Böllern gehen, im Garten was zünden, Sachen ausprobieren, die Kamera draufhalten und einfach ein bisschen Material abfilmen, damit wir auch was zum Hochladen hatten. Und ja, dann war es auch schon Richtung 12. Wir sind alle reingegangen, haben angestoßen, sind nach oben gerannt, den Anhänger hochgeschoben. Dann ging die wilde Böllerei los, wir haben alles losgelassen. Und ich habe es natürlich geschafft, meine kleine Cam zu vergessen. Und deswegen kommt es noch ein bisschen was mit der 600D. Die ist scheiße, wenn man da gerade voll am Zündeln ist und ohne externes Mikro. Das war ein bisschen kacke, aber ich denke, wir haben genug von vorher gefilmt. Und die Ballerei ging dann, glaube ich, bis 1, halb 2, keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Ne? Man guckt auch nicht mehr auf die Uhr. Ja, und dann ging es rein. Ja, nachdem es dann reinging, hat sich die Sache beruhigt. Wir haben auch angefangen, Bierchen zu trinken und so. Noch was gegessen, geredet, wie waren die Sachen, wie waren die Neuheiten, wie waren alte Sachen. Zum Beispiel ist auch die leider eine Gabel am Damm umgekippt, aber die war zum Beispiel eine richtig krasse Batterie. Also da hat Gau auch echt was auf den Tisch gelegt, ne? Und da waren wir halt echt begeistert und ja, dann fing eigentlich schon bei mir ein bisschen der Silvesterblues an. Ab 3 Uhr war dann bei mir echt Schicht im Schacht, schlechte Laune, ein bisschen zurückgezogen. Dann, ja, dann war es halt, das ist für mich, ne? Dieses Jahr wird es nicht so schlimm ausfallen. Ich bin ja jetzt gerade dran, mit dem Pyrotechniker immer Feuerwerke aufzubauen. Und da bin ich eigentlich dann schon für ein Feuerwerk ziemlich gut versorgt und werde diesen Blues dieses Jahr hoffentlich nicht so krass haben. Ja, dann sind wir um 4 Uhr nach Hause. Ich habe meinen Rucksack noch vollgepackt, auf dem Hauseweg nochmal schön geböllert. Eine Aquila, eine Vogelschrittbatterie und alles Mögliche haben wir nochmal rausgelassen. Und dann 6 Uhr waren wir zu Hause. 5 Uhr, weiß ich nicht mehr ganz genau. Dann ging schlafen. Am nächsten Tag hin, zurück zum Kumpel. Aufgeräumt, ne? Angekommen, er war schon am Kehren und dann habe ich gekehrt und habe noch ein bisschen geholfen. Beste Celebration Cracker XXL und Regen. Das pappt fest. Das pappt einfach auf der Straße fest. Ja, und dann war halt da Kratzen angesagt, sozusagen, ne? Ja, dann haben wir das noch aufgeräumt. Ich habe meine Sachen wieder eingepackt, alles schön verstaut. Es ging nach Hause, ne, von meinem Pyro-Kollegen. Ah, Freundin ist dann nochmal gekommen, mein Vater ist dann nochmal gekommen und dann ging es nochmal ans Böllern. Nochmal eine kleine Böllertour, hier und da was getestet, ein, zwei größere Pötte geschossen. Hier auch nochmal ein Video von der Nico Metal Jacket mit Super Bass, ne? Ja, und dann war es vorbei. Dann ging es ans Sortieren. So Leute, Silvester ist vorbei und wer schafft um 12 Uhr seine Genelleria zu vergessen, mit der man so gut filmen kann, weil sie so handlich ist? Ich, aber egal. Wir haben jetzt schon wieder, abends ist es dunkel draußen. 17.42 Uhr und ich habe bis 1 Uhr gefilmt und danach gar nichts mehr, also Vlog-mäßig echt wenig geworden leider, aber viel vom Vorballern wenigstens drin. Und wir sind hier gerade nur am Reste packen,
Also die haben wir gerade hochgeschleppt. Da ist die VE Leslie Gold. Hier haben wir noch ein paar Großpötte. Da haben wir noch Böller. Hier ist noch was drin. Da sind noch Reste, da sind noch Reste, da sind noch Reste. Alles so unordentlich. Das wird jetzt alles sortiert und ordentlich gemacht. Und die Raketen sind noch im Auto. Ich habe nicht viel verballert, aber ich habe das Gefühl, es ist so viel weg. Ich habe eine Red Heat verballert, eine Flashbang-Batterie, die war richtig gut, also für den Preis 15 Euro. Genauso gut wie die Einzelschüsse eigentlich. Also ganz so laut nicht, aber fast Vogelschreck-Batterie. Dann okay, das Brett habe ich gebaut, das habe ich verballert. Das habe ich auch ganz gefilmt, ist ganz nett geworden. Es ist nicht komplett verbunden gewesen, immer Einzelzündungen war, aber trotzdem schön. Dann habe ich noch die Red Heat, die ist ja sehr gut. Was habe ich denn noch geballert? Ja, mein Pyro-Kollege hat auch alles mögliche Gau, Amsterdam und so. Waren auch ein paar gute Sachen dabei, die ist leider umgekippt. Goldfingers habe ich noch. Was habe ich denn noch alles verballert an großen Teilen? Ja gut, die ganzen Blackbox einzelne. Einmal die Nautica habe ich geballert, einmal die Sandmann und so, ja. Einräumen, 1,4G-Kisten packen, alles im Keller verstauen, bisschen im Forum schnürfen. Und dann hatte ich, glaube ich, 2 Wochen lang erstmal die Nase voll von YouTube und allem, hab nichts gemacht, ich glaube, ein Video hochgeladen. Und das war mein Silvester für dieses Jahr. Ne? Ihr habt jetzt mal Ausschnitte gesehen und wie war euer Silvester eigentlich? Ich habe viele Sachen gesehen von Silvester 2K, der hat so was gemacht. Pyro-Manager hat, glaube ich, so einen Tagesablauf schon mal gemacht. Pyro-Extrem hat ein richtig geiles Video gemacht, wo er jetzt auch gezeigt hat, da wo er in München war und so. Richtig geile Stimmung, auch mit diesem Museum oder was es war im Hintergrund, wo er geböllert hat. 1A, also da war bei mir auch so, muss ich sagen, ich will auch so ein Video machen. Wie sind eure Einblicke? Postet doch einfach mal in die Kommentare, wie es bei euch war und sonst macht ein Video darüber, schickt es mir zu, dann werde ich es vielleicht auch mal promoten. Ja, schickt es mir zu, dann werde ich es auch einfach mal vielleicht vorstellen, mir auf jeden Fall angucken, vielleicht einen Daumen hoch da lassen. Ja. Ja, und das war's auch mit der ersten Folge Fire Exklusiv. Ist ziemlich lang geworden, aber so muss es halt sein für eine, Pilotfolge. Und wir sind ja eigentlich ganz gut durchgekommen. Wie gefällt euch das Format? Schreibt unten in diese geile Kommentarbox. Und ich sag einfach nur, bis zum nächsten Mal. Ciao, arrivederci und goodbye. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, haut rein. Scheiße, ey. Jetzt mache ich mich auch mit Wasser voll.